Hallo und herzlich willkommen aus Köln zum heutigen Online-Seminar über das Thema Energieführen im Rheinraum. Mein Name ist Peter Wirth und ich werde das heutige Webinar gleich aus der Regie begleiten und Ihnen einige hilfreiche und weiterführende Links im Chat posten. Zögern Sie nicht, den Chat auch zu nutzen für Ihre Fragen und Antworten. Wir werden diese gleich im Anschluss dann beantworten. Ihr Referent heute ist mein Kollege Peter Matonet. Peter Matonet ist seit über 7 Jahren bei der Firma IGUS beschäftigt und aktuell befindet er sich seit circa einem Jahr in Südkorea, um den asiatischen Markt als Produktmanager für Rheinraum- und Halbleitertechnik zu beraten. Wir starten auch direkt und ich gebe weiter an meinen Kollegen Peter Matonet live aus Südkorea. Peter, bitte. Annyeonghaseyo nach Deutschland. Danke dir, Peter, für die tolle Einleitung. Vielen lieben Dank. Ja, beste Grüße nach Deutschland. Heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen über unsere E6, über Rheinraumlösungen im Generellen sprechen, wie Sie Rheinraum-Performance verbessern können. Deswegen würde ich fast sagen, lassen wir uns direkt starten. Florian, könntest du die Präsi aufrufen? Schauen einfach mal ganz kurz, worüber wir heute reden wollen. Einmal, welche Energiekettenlösung hat IGUS denn überhaupt so im Portfolio? Dann, was gibt es bei der E6-Montage zu beachten? Warum E6? Heute wollen wir uns auf die E6, quasi unsere Old but Gold Rheinraum-Energieführungskette fokussieren. Dann, wie kann ich mit wenigen Schritten meine Rheinraum-Performance der Serie E6 verbessern? Beziehungsweise das können Sie natürlich auch mit anderen Energieführungsketten. Wir legen aber den Fokus auf die E6. Rheinraum-Performance verbessern geht natürlich bei allen Typen. Hier am Beispiel der E6. Und gerade hier im koreanischen Raum für die Display-Industrie und Handling, Material-Handling-Industrie super interessant. E6 auf langem Weg, geht das überhaupt? Ja, das geht. Sprechen wir später im Detail drüber. Würde ich sagen, starten wir mit Punkt 1. Welche Energiekühlungslösung hat IGUS überhaupt so? Generell kann man sagen, recht viele. Also wir haben knapp 9000 verschiedene Typen, Kombinationen getestet mit einer Rheinraumklassifizierung von der Klasse 1, ISO-Klasse 1 bis ISO-Klasse 5. Heute reden wir nur über die ISO-Klassifizierung, mit der in Deutschland bzw. bei IGUS am meisten arbeiten, weil die ISO-Klasse 1 auch einfach die reinste ist. So, das heißt, wir haben eine ganze Menge an verschiedenen E-Skin-Typen und E6-1 und E3-Typen getestet für die ISO-Klasse 1, aber natürlich auch relativ viele Typen für ISO-Klassen mit nicht so hohen Anforderungen. Jetzt kennen Sie vielleicht schon unsere E4-Type. E4 denken Sie sich vielleicht, okay, das ist ja eher unsere, ich würde fast behaupten, Heavy-Duty-Anwendung für irgendwo im Bergwerk. Aber auch die haben wir uns vom Fraunhofer, IPA Fraunhofer Institut in Stuttgart testen lassen mit dem Ergebnis IPA ISO-Class 5. Ebenso haben wir unsere Easy-Chain-Variante oder unsere, ich würde fast sagen, Allround-Variante E2000 testen lassen, zur Klasse 2 und 3. Heute sprechen wir aber nur über Energieketten, die auch für die ISO-Klasse 1 zertifiziert sind. Jetzt stelle ich Ihnen nur mal ganz kurz die einzelnen Typen vor. Wir gehen später im Detail auf die einzelnen Vorteile oder Attribute der einzelnen Typen oder Serien ein. Also die E6, quasi um die es sich hier heute dreht, unser Allrounder, erstmalig vorgestellt 2001 mit der Anforderung leise, vibrationsarm, abriebsfest und gleichzeitig aber auch robust. Später, 10 Jahre später, 2011 erstmalig vorgestellt, unsere Serie E6-1. Nochmal optimiert im Öffnungsmechanismus, optimiert, dass sie einen bisschen leiseren Lauf nochmal hat. Wie gesagt, einfacher zu öffnen und auch nochmal leichter. Dann die E3. E3 ist quasi
die kleine E6. Einfach kleinere Bauräume, dadurch natürlich auch wieder ein bisschen leichter im Zusammenhang dazu, dann aber auch nicht mehr so weite, freitragende Längen zu realisieren. Die T3, das ist unser Problemlöser, würde ich jetzt mal sagen, extrem leicht, extrem laufruhig. Und dann die E-Skin-Familie. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Fangen wir an mit unserer kleinsten in der Cleanroom, IGUS Cleanroom-Familie. Das ist dem E3, bestehend aus drei Einzelteilen. Hochdynamisch, verfügbar ab Innenhöhen von 10 bis 22 mm. Vielleicht kennen Sie es, unser Zipper-Design von unseren Zipperketten. Das heißt, lässt sich ganz einfach die Öffnungsstege herausziehen. Haben wir hier auch, da diese als Bandware gespritzt werden. Das heißt, Sie können sie wirklich ganz einfach herausnehmen und auch wieder einsetzen. Und das Gleiche haben wir auch mit der Innenaufteilung, die auch am Band produziert werden. Ebenso wie die Verbinder. Und beim Verbinder bin ich auch schon bei dem Punkt angekommen, was alle unsere E3, E6 und T3 Serien verbindet. Und zwar, jetzt kennen Sie es vielleicht von der klassischen Energieführungskette, wir haben eine Bolzenbohrungsverbindung. Jetzt haben wir aber bei einer Bolzenbohrungsverbindung immer den Nachteil, dass dahingehend auch immer Abrieb im Bolzen bzw. am Bolzen und an der Bohrung entsteht. Das wollen wir aber ja vermeiden. Und daher haben wir bei all unseren E3, E6 und T3 Serien hier einen Verbinder aus einem hochdynamischen Polymerkunststoff, der keinen Abrieb direkt am Kettenglied erzeugt. Getestet ist die E3 Familie für die Reinraum ISO Reinraum Klasse 1. Gehen wir direkt rüber zur T3, quasi zum Namensvetter der E3 Serie. Unsere Problemlöserkette, so würde ich sie jetzt mal nennen, extrem leicht, offenes Design, wie wir hier sehen. Und siehe da, auch dort haben wir wieder unsere Verbindertechnologie. Das heißt, wir verzichten wieder auf die Bohrung-Bolzen-Bohrungsverbindung. Und was diese Kette relativ einzigartig macht, extrem einfach einzusetzen für RBR-Anwendungen. Durch eine leichte Nacharbeit können wir somit Kreisbewegungen realisieren. Wie gesagt, extrem leicht, laufruhig, Verfahrwege bis 3 Meter, leider nur in einer Innenhöhe und zwar 29 mm zur Verfügung. Kommen wir schon zu meinen, fast gesagt, Favoriten, die neuen. Und zwar haben wir hier einmal die E-Skin Corrugated. Erstmalig vorgestellt 2015 auf der Hannover Messe. Ja, jetzt hat IGUS ja schon die E6, die E3 und die T3. Warum entwickelt IGUS denn jetzt noch ein neues E-Skin-Produkt? Die Anforderung kam hauptsächlich vom asiatischen Markt, und zwar wurde eine komplett geschlossene Lösung gewünscht. Jetzt haben wir aber direkt im Hintergedanken zu geschlossen, okay, lässt sich schwer öffnen. Das ist richtig. Deswegen hat IGUS sich rangesetzt und hat überlegt, okay, wie kriegen wir eine in der Anwendung geschlossene Lösung hin, die sich aber im Fall einer Wartung blitzschnell öffnen lässt. Und das ist unsere E-Skin mit dem bewährten Zipper-Design. Auch hier komplett ohne Bolzenbohrungsverbindung einfach zu öffnen, kein Abrieb zwischen den einzelnen Gliedern. Natürlich getestet auch hier für die Reinraumklasse ISO 1, Verfahrwege bis 4 Meter möglich. Kommen wir auch direkt schon wieder zur nächsten Neuheit. Unsere E-Skin Flat Single Pots, erstmalig vorgestellt 2019 auf der Hannover Messe. Dieses Jahr nochmal revisioniert, nochmal eine optimierte Variante der ersten öffnenbaren oder des ersten öffnenbaren Clean Cables am Markt vorgestellt. In Sekunden geöffnet, in Sekunden geschlossen, extrem laufruhig, in zwei verschiedenen Größen zur Verfügung.
aktuelle Verfahrwege möglich bis zu 2 Meter. Wir arbeiten aber aktuell noch an neuen Lösungen für längere Verfahrwege. Exklem kleiner Bauraum. Sie merken schon, ich habe eine gewisse Zuneigung zu diesen Produkten. Möchte Ihnen deswegen eine Frage stellen bzw. ein Angebot eröffnen. Gerne würde ich auf die Vorteile und Eigenschaften dieser Typen viel, viel mehr im Detail drauf eingehen und würde Sie daher bitten, einfach in der Chatfunktion einen kurzen Kommentar zu hinterlassen, ob diese beiden Produkte für ein einzelnes Webinar über 30 Minuten, beide Produkte zusammen, für Sie interessant werden. Würde mich da über Ihr Feedback freuen. Wenn wir dann positives Feedback bekommen von Ihnen, würden wir dann schnellstmöglich ein zweites Webinar zum Thema eSkin, nur eSkin, aufsetzen und Ihnen dann die Info zukommen lassen, wann dieses stattfinden wird. Lassen Sie uns über die E6 sprechen. Entwickelt für extrem hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten, extreme Laufruhe, quasi die Flüsterkette, kein Polygon oder nahezu kein Polygoneffekt und dadurch auch extrem wenig Vibrationen, welche zum Beispiel unser Endprodukt beeinflussen könnten. Wo brauchen wir wenige Vibrationen? In der Regel bei Dispensing-Anlagen bzw. Bestückungsanlagen, Printern, weil die das Endprodukt beeinflussen können bzw. in extrem aufwendigen Prozederen dann rausgerechnet werden müssen, diese Vibrationen. Hohe Geschwindigkeiten. Ja, jetzt habe ich bis jetzt noch gar nicht über Geschwindigkeiten, Dynamik oder sowas geredet. E3, T3 und alle E6-Produkte haben wir getestet natürlich und wir können Ihnen zusagen, Geschwindigkeiten bis zu 20 Meter pro Sekunde, gar kein Problem und ebenso bei Beschleunigungen bis zu 20 G. Gut. Haben wir alles getestet, gar kein Thema. Jetzt auf einen Schlag E6, E6.1. Die E6, wie gesagt, erstmalig vorgestellt 2001. Extrem robust hier mit unserem Verbinder, wie man sieht. Dadurch nahezu kein Polygoneffekt, keine Bolzen-Bohrungsverbindung, welche wieder Abrieb erzeugt. Verfügbar von 29 bis 80 mm Innenhöhe. In zwei Varianten verfügbar. Einmal mit einem Öffnungssteg, der beidseitig öffnbar ist, also Innen- wie auch Außenradius und auch als Rohr. Rohr, jetzt denken Sie sich, okay, dann hat die IGUS ja bereits eine Variante, die komplett geschlossen ist. Nein, das Rohr ist schön und gut, aber es ersetzt dennoch nicht die neue eSkin, dadurch, dass wir hier am Rohr immer wieder Spalte haben, wo Staub ein- oder ausdringen könnte. Da ist unsere eSkin deutlich dichter. Verfahrwege bei beiden Typen, E6 wie auch E6.1, bis zu 10,5 Metern verfügbar, startend ab kleinsten Bauräumen und beide Typen auch für die ISO-Klasse 1 getestet worden. Was macht aber die aktuelle bzw. neue E6-Generation notwendig? Und zwar ganz einfach, wie wir hier in dem Video sehen. Sie können die Außenlaschen drehen und dadurch die Vorspannung aus der Kette nehmen. Extrem hilfreich, wenn es gerade knifflig ist in der Bauhöhe. Das heißt, wenn wir hier den Bauch, die Vorspannung nach oben nicht haben wollen. Und wenn wir stehende oder hängende Anwendungen haben zum Beispiel. Außerdem haben wir das Öffnungsprinzip hier ein wenig verändert. Wir können die Öffnungsstege herausnehmen oder auch aufklappen. Dafür gibt es die Rohrfunktion aber nicht mehr. Zudem ist die Type 20% leichter geworden als unsere E6. Jetzt wollen wir mal ganz kurz die eben vorgestellten Systeme vergleichen, wenn es um Kosten geht. Unser Motto bei IGUS ist Take Up, Cost Down. Hier möchte ich gerade mit Ihnen über die Kosten sprechen, weil wir wollen Ihnen immer das günstigste funktionierende Produkt anbieten wollen. Und zwar, wir vergleichen uns als Benchmark mit einem herkömmlichen Clean Cable. Unsere Marktbegleiter bieten da Systeme an, meist aus einem EPTFE
oder einer geschweißten EFE-Folie, wo die Leitungen eingeschweißt oder eingelegt werden können, nicht öffnbar, nicht wirklich modular, extrem fix, aber was die Reinheit angeht, wirklich gut. Und damit vergleichen wir uns. So, unsere eScan Flat, auch getestet für die ISO-Klasse 1. Wenn Sie die einsetzen als System mit Leitungen, können wir bis zu 20% Kosten sparen. Bei der eScan Corrugated bis zu 35% und wenn wir die E6.1 mal vergleichen, bis zu 40% weniger Kosten im Vergleich zur herkömmlichen Clean Cable. Wenn Sie da gerne einen Vergleich stellen wollen, beziehungsweise einfach mal einen Benchmark durchführen wollen, ob es möglich ist, von Clean Cable umzusteigen auf E6, eScan Corrugated oder eScan Flat, wenden Sie sich gerne an uns. Wir testen das durch. Würde ich schon direkt zur nächsten Rubrik kommen. Was gibt es bei der E6-Montage zu beachten? Erstmal eingehend ganz kurz, wo kann ich sie denn überhaupt überall einsetzen? Klar, freitragende Anwendung, gar kein Thema, haben wir vorhin schon gesagt, bis zu 10 Meter ohne Probleme. FLU freitragend, heißt Untertrumpf freitragend, auch gar kein Problem. Seitlich freitragend oder gestützt, also 90 Grad gedreht, geht alles. Hängende Anwendungen und auch stehende Anwendungen für die E6 gar kein Problem. Meine persönliche Empfehlung für stehende, hängende Anwendungen würde ich auf die E6-1-Familie gehen, das heißt ohne Vorspannung arbeiten. Bei seitlich freitragenden und im Untertrumpf freitragenden Anwendungen würde ich dann eher die E6-Familie bevorzugen, weil wir da einfach eine deutlich höhere Steifigkeit noch in der Kette selber drin haben. Was dann für Sie der Vorteil ist, längere freitragende Längen möglich. Jetzt ist das schön und gut, dass alle unsere Ketten auf die oder im Reinraum getestet wurden. Das heißt, die Kette an sich selber hat eine extrem gute Reinraumperformance, bringt aber nichts, wenn Sie dann die falschen Leitungen einlegen oder die Leitung falsch einlegen. Deswegen Thema, wie montiere ich meine E6 oder was gibt es bei der E6-Montage zu beachten? Machen wir auch nur ganz kurz, würde ich sagen. Wie gesagt, so soll es nicht aussehen, wie Sie es gerade sehen. Das heißt, wir haben hier unseren altbewährten Korkenzieher, extrem viel Abrieb, keine Unterteilung in der Kette. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, die Leitungen immer schön separieren, wenn möglich und Sie den Platz haben, die Leitungen alle einzeln separieren, da erfahrungsgemäß der Abrieb zwischen unserem optimierten, triebeoptimierten Materialien, Gleitmaterialien und dem Kabel deutlich besser sind als unter den Kabeln untereinander. Hier sieht man ganz schön, wie das aussehen kann. Und auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen zeigen, was wir für Versuche natürlich auch im Haus durchgeführt haben. Wenn es dann halt nicht so schön aussieht. Hier sehen wir ganz klar, wir haben hier unsere Schläuche und zwei verschiedene Leitungstypen. Und hier haben wir das ganz einfach mit zwei Trennstegen unterteilt. Das heißt, hier ein Leitungsbündel, hier ein Leitungsbündel und hier ein Schlauchbündel. Sehen wir auch schön, schön Abrieb, weil die Leitungen sich hier verbinden und somit Gefahr laufen, dass ein Korkenzieher entsteht oder halt, ich sage mal in Anführungsstrichen, im Reinraum ist es nicht nur, aber ja, nur Abrieb erzeugen, auch ohne Korkenzieher. So, hier haben wir genau die gleiche Innenaufteilung, nur halt mit ein paar mehr Trennstegen und einer horizontalen Unterteilung durch einen Fachboden, siehe da deutlich weniger Abrieb und es sieht auch viel geordneter aus. Was ist sonst noch gerade bei der E6 zu beachten? Das Seitenteilprinzip der E6 ist so konstruiert, dass wir
möglichst wenig Verschleiß zwischen hier den einzelnen Seitengliedern haben. Das funktioniert aber nur, wenn wir die schwersten Leitungen an der Seite positionieren, beziehungsweise generell ein Gleichgewicht in der Kette erzeugen. Weil Sie können sich vorstellen, wenn ich alle schweren Leitungen nach hier platziere und hier meine 5 Luftschläuche hinpacke, dann möchte die Kette sich immer verwinden. Jetzt, was passiert, wenn die Kette sich verwindet? Ich werde mehr Belastung auf einer Seite der Außenlaschen haben und somit auch mehr Abrieb erzeugen. Das heißt, habe ich eine ungleiche Verteilung im Gewicht der Leitungen hier, wird sich das wiederum negativ auf meinen Abrieb zwischen den Seitenlaschen auswirken. Last but not least, haben sich vielleicht, wenn Sie die E6 heute schon einsetzen, haben Sie sich vielleicht schon öfters gefragt, okay, was hat es mit der wirren Einbauhöhe auf sich? Weil normalerweise kennen wir es ja so. Zweimal Biegeradius plus Kettenhöhe und ich weiß, wo meine Anbindehöhe H hier liegt. So, wäre jetzt bei einer E6 29, 145 mm. Habe ich hier auch so montiert oder mal hingehalten. Jetzt steht aber beim IGUS im Katalog 180 mm. Woher kommt das? Kommt daher, dass wir hier mit unserem Verbinder natürlich die 145 mm hinbekommen würden, Höhe. Aber unser Fokus ist ja extreme Laufruhe, wenig Vibration und lange Lebensdauer, wenig Verschleiß. Daher gehen wir hin und heben den Mitnehmerpunkt bei allen E6-Serien ein wenig nach oben an. Das Ergebnis sehen Sie jetzt im nächsten Video. Hier haben wir die Anbindehöhe 145 mm gehabt. Und im nächsten Video hören wir das Gleiche mit einer Anbindehöhe von 180 mm. Sprich, deutlich weniger Vibrationen, höhere Laufruhe und auch die Lebensdauer der Verbinder werden Sie Ihnen danken. Also Einbauhöhe 2x R mal Außenhöhe möglich. Ganz klare Empfehlung meinerseits ist aber, halten Sie sich an die Einbaumaße, die wir im Katalog angeben. Damit werden Sie die Lebensdauer deutlich erhöhen und auch die Vibration und die Laufruhe reduzieren. Okay. Wie können wir denn die Reinraumperformance der E6 verbessern? Das heißt, Sie setzen heute eine E6 ein oder liebäugeln, damit eine E6 oder E6.1 Energiekettentype einzusetzen. Was muss ich denn da beachten, um, ich sag mal, noch weniger Abrieb zu erzeugen oder weniger das in der Anwendung zu haben, als wenn ich jetzt einfach hingehe, die E6 auswähle aus dem Katalog und los geht's. Wichtig ist, wenn Sie heute schon die E6 einsetzen, seit 2011 bieten wir eine neue abriebsoptimierte Innenaufteilung an. Im linken Teil der Folie sehen Sie die alte Innenaufteilung, relativ kantig, eckig. 2011 dann optimiert, wirklich triebeoptimiert, beziehungsweise auch von der Kontur einfach ein wenig optimiert, hier die neue Innenaufteilung. Tja, wir können ganz einfach bis zu 50% sparen. Wir haben die beiden Innenaufteilungen mit verschiedensten Leitungen bei uns im Labor getestet bei der Entwicklung und konnten feststellen, dass wirklich nur durch Änderung der Innenaufteilungsgeneration bis zu 50% weniger Abrieb zwischen Kabel und Innenaufteilung dort auftreten. Ebenso die richtige Zugentlastung. Eigentlich ganz einfach. Kette auf, Leitungen rein, Zugentlastung.
So, was gibt es denn da zu beachten? Bei Reinraumanwendungen, speziell im Semiconductor, also Halbleiterbereich oder Displayindustrie, PCB-Industrie. Oft reden wir da von durchgehenden, also ungesteckten Verbindungen, was das Zugentlastung sehr schwierig und kompliziert macht. Trotzdem oder trotz alledem möchte ich Sie darauf hinweisen, extrem wichtig für das Abriebsverhalten der Leitung, weil ist die Leitung zu locker drin, das heißt zu lang, wird sie am Außenradius reiben, Sie erhalten Abrieb. Ist die Zugentlastung zu kurz oder die Leitungslänge zu kurz eingestellt, werden Sie hier quasi die Leitung zersägen an den Öffnungsstegen im Innenradius. Deswegen immer dafür sorgen, dass die Leitung in der neutralen Faser läuft bzw. genug Luft hat, dass sie eigentlich im Radius weder an den Außenradius und an den Öffnungsstegen ankommt oder im Innenradius. Ebenso Thema Zugentlastung, sehr bewährt, oft eingesetzt, Kettenkämme mit Kabelbindern. In Standardanwendungen würde ich sagen, absolut ausreichend, top, schnell montiert, einfach gelöst, quick and dirty würde ich sagen. Aber wenn wir im Reinraum unterwegs sind und wirklich jeden Partikel vermeiden wollen, der entsteht, empfehle ich ganz klar unsere CFX-Zugentlastung oder unsere modularen PU-Blöcke, weil sie hier einfach eine hier viel höhere Haltekraft haben, viel mehr Fläche, auf der gehalten wird und nicht, wie hier zu sehen, bei Zug oder Schub auf die Leitung der Kabelbinder sich bewegt. Und wenn sich was bewegt, haben wir automatisch auch wieder irgendwo Abrieb, der entsteht. Deswegen ganz klare Empfehlung meinerseits, eher in abriebskritischen Anwendungen die CFX- oder PU-Blockschellen nehmen. Dann die richtige Leitungsqualität verhält sich eigentlich ganz kurz, ganz grob gesagt. Wenn Sie sich einen 500 PS Boliden oder Sportwagen kaufen, dann ziehen Sie da auch nicht die Pneus vom Baumarkt drauf. Da bauen Sie auch, oder gehen Sie auch ins Autohaus und holen sich High-Performance-Reifen. Ähnlich verhält es sich mit der E6 und mit unseren E-Scan-Produkten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Leitungen dann auch einsetzen. Warum, werde ich Ihnen gleich auf der nächsten Seite zeigen, worum es da geht, beziehungsweise was unsere Tests herausstellen. Generell, kurze Info vorab, knapp 900 Leitungen haben wir im Programm, die getestet wurden auf die IPA ISO Class 1. Da geht es wirklich über Steuerleitung, Motorleitung, Busleitung, alles im Programm. Ich möchte Ihnen auch ans Herz legen, es ist wichtig, welche Leitungsqualität Sie wählen, ja. Es ist aber nicht immer die teuerste, also die TPE-Leitung zum Beispiel, die beste. Also wir können auch mit unseren Eco-Leitungen bei der richtigen Innenaufteilung, mit dem richtigen Leitpartner gute Ergebnisse erzielen. Wie gesagt. Hier haben wir einfach mal Schläuche getestet, Luftschläuche getestet. Wir haben hier einen PE-Schlauch aus unserem Hause, ein PUA oder PU-Schlauch, Polyurethan-Schlauch und ein PA-Schlauch. Hier sehen wir ganz kurz die Doppelhübe unserer Testanwendung und hier den Abrieb in Millimetern. So, und wir sehen ganz klar PA und PU, 1,5 mm Abrieb nach 4,4 Millionen Doppelhüben. Hier sehen wir unseren PE-Schlauch, so minus 80%. Beziehungsweise 80% weniger Abrieb im Vergleich zu PU- oder PA-Schläuchen. So, wenn wir über Schläuche reden, reden wir über Massenware, da reden wir über Cent-Artikel. Von daher, wenn es Ihnen dran gelegen ist, Abrieb zu vermeiden, würde ich Ihnen ganz klar für unsere Standardmaterialien unseren PE-Schlauch empfehlen. Für unsere Standardmaterialien. Da IGUS aber neben den Energieketten auch tribologisch optimierte Gleitlager herstellt,
testen wir relativ viel und wir testen auch neue Materialien stetig, da unsere Marktbegleiter nicht schlafen und immer wieder neue Lösungen auf den Markt bringen, um uns zu piesacken, haben wir speziell für unsere E6 neue Materialien getestet. Wie man hier oben sieht, das ist ein Gleitlagerwerkstoff, ein bewährter Gleitlagerwerkstoff, welchen wir auch schon für Pick-and-Place-Anwendungen seit 2012 in Kombination mit unseren E6-Ketten einsetzen. Hier mit einer Seitenlasche, Öffnungsstegen aus Sondermaterial und Trennstegen und Fachböden aus Sondermaterial. Ganz einfach, um die Leitung komplett mit dem Sondermaterial zu covern. Und hier sehen wir, hier ist unser IGOMIT G, unser Standardwerkstoff und hier unser neuer Gleitlagerwerkstoff. Wir können auch hier astrein den Abrieb minimieren. Wir testen und testen und testen. Wenn Sie heute Probleme haben mit Abrieb in Ihrer E6-Anwendung, melden Sie sich einfach bei uns, schreiben Sie es in den Chat rein, dann kommen wir gerne auf Sie zu und können prüfen, ob unsere optimierten Gleitlagermaterialien da für Sie auch hilfreich wären. Wie gesagt, die richtige Lösung für den richtigen Mantelwerkstoff, Leitungsmantelwerkstoff, ist auch immer wichtig. Viele sagen ja, PUA-Leitungen, also Polyurethan-Leitungen, sind nicht das Richtige für den Reinraum, weil die sehr schnell Abrieb erzeugen. Sehen wir bei der Folie hier vor schon. Okay, hat IGOS jetzt nicht unbedingt so getestet, weil Standardmaterial, IGOS E-Ketten Standardmaterial C zu Purleitung sieht ganz gut aus im Vergleich sogar zu PVC. Aber wichtig ist da zu erwähnen, meine klare Empfehlung, wenn Sie Purleitungen einsetzen, diese unbedingt einzeln zu verlegen. Das heißt, dass sie nicht in Kontakt zueinander kommen. Weil Sie werden sehen, wenn Sie Pur und Pur, die gleichen Purmaterialien aufeinander legen und aneinander reiben, wird es relativ schnell großen Abrieb erzeugen. Bei TPE und PVC ist das nicht so, die sind ein bisschen, ich sag mal, freundlicher zueinander. Somit meine Empfehlung, wenn Sie Pur einsetzen, diese voneinander trennen, dass soll keine Reibung zwischen den einzelnen Leitungen entstehen. Bei TPE, die können Sie einzeln in ein Fach legen und PVC, die können Sie auch einzeln in ein Fach legen, auch aufeinander gestapelt. Das haben unsere Tests dort gezeigt. Heißt, ganz schnell, wie kann ich meinen Abrieb minimieren, wenn ich eine E6 heute einsetze? Nutzen Sie die neue Innenaufteilung, nutzen Sie die richtige Zugentlastung, meine Empfehlung dort unsere CFX oder PU-Schellen. Nutzen Sie verschleißfeste Leitungen und schauen Sie sich ganz genau an, wie kann ich die Leitung installieren? Welche Leitung ist da die günstigste Lösung, die funktioniert? Also ganz klar, meine Empfehlung auch PVC einsetzen, weil wir da gesehen haben, dass die Typen, je nachdem welchen Gegenlaufpartner im Öffnungssteg sie da haben, wir auch sehr gute Ergebnisse erzielen konnten. Und natürlich die Überlegung, tribologisch optimierte Gleitlagermaterialien für meine Öffnungsstege oder Innenaufteilung zu nehmen. Kommen Sie da gerne auf uns zu, dann schauen wir und prüfen wir, ob das möglich ist in dem Fall. Lange Wege. Gerade hier im asiatischen Raum, wie eingangs schon erwähnt, oft ein Thema, weil wenn wir große Display-Handling-Maschinen haben, Display-Handling-Roboter, müssen wir auch oft mal lange Wege über 10 Meter in Betracht ziehen. So, jetzt liegen da unsere Grenzen aber aktuell bei der E6, wie auch bei der E6.1, bei maximal 10,5 Meter Verfahrweg. Wie lösen wir das bisher? Gleitenanwendung. Gleiten heißt, wir haben auf jeden Fall Abrieb zwischen dem Obertrumm und Untertrumm, wenn die Kette sich ablegt. Wie lösen wir das bisher? Wir haben auch mit tribologisch optimierten Materialien experimentiert, Gleitenanwendungen mit unseren P4-Rollenketten, auch getestet, ISO-Klasse 6. Kein Problem, aber wir wollen da besser werden und deswegen aktuell ganz frisch
unsere E6 in Verbindung mit unserem GuideLock Horizontal oder GuideLock Obertrum, wie wir es auch nennen. So, was ist denn unser GuideLock Horizontal? Das zeige ich Ihnen im nächsten Video. Eigentlich kommt aus der Werkzeugmaschinenbranche, weil dort wollte man lange Verfahrwege ohne gleitende Anwendungen, weil wir oft Späne von den Bearbeitungsmaschinen hatten, die auf den Boden gefallen sind und auf die Kette gefallen sind und dort Abrieb erzeugt haben. Geht also auch zur Abriebsvermeidung. So, hier sehen wir unsere Wippen mit Rollenlagerung und die Energiekette, in dem Fall eine E4, aber auch mit der E6 machbar, kann durch diese GLOs durchfahren, durch die Wippen, sie drückt sie auf und sich dann auf den Rollen ablegen und somit bis zu 30, 40 Meter freitragende Anwendung realisieren. Wir sehen hier die Wippe mit der trivologisch oder abriebsoptimierten Rolle drin. Der Radius fährt durch, drückt dann mit der Kette oder mit dem Außenradius die Wippe auf und dann legt sich die Kette dort oben drauf ab. So, jetzt denken Sie sich vielleicht, okay, wenn ich hier der Seitenlasche dagegen fahre, entsteht Abrieb. Kann ich Ihnen heute leider noch nicht viel darüber zeigen, aber ich werde es anteasern. Aktuell sind wir in der Beta-Studie mit einem automatischen GuideLock-System. Das heißt, es wird sich von alleine auffahren. Somit haben wir dann beim Durchfahren hier von der Kette durch die Wippe keinerlei Abrieb, sondern nur eine Rollreibung hier oben mit zwei aufeinander abgestimmten Materialien und somit nahezu keinen Verschleiß. So könnte das Ganze dann aussehen. Das heißt, Sie haben hier Ihre Mitteneinspeisung und darum von der Kette hier. Und sobald die Kette fährt loszufahren, kann sich die Kette hier komplett über die komplette Länge auf unseren GLO-Wippen ablegen. Wenn Sie Anwendungen haben mit langen Verfahrwegen, gerne einfach melden. Gehen wir auch ins persönliche Gespräch dann mit Ihnen und sprechen das Thema durch. Hier nochmal ein kleines Video, wie eine solche Anwendung dann aussehen könnte bei uns im Testlabor. Das ist aktuell die neueste Variante, einsetzbar von 75 mm Biegeradius bis 300 mm Biegeradius. Wie gesagt, bei Bedarf, wenn Sie lange Wege haben, die im Reimraum stattfinden, gerne Rücksprache, dann projektieren wir da eine Lösung für Sie. So, vom Testlabor mit 3800 Quadratmeter Fläche bei uns in Köln in unser kleines Testlabor, ebenso in Köln, mit Fokus auf die Reinraumindustrie haben wir uns entschlossen, nach 20 Jahren, knapp 20 Jahre arbeiten wir jetzt mit dem Fraunhofer Institut in Stuttgart zusammen, lassen da unsere Energieketten, Leitungs- und Gleitlagerprodukte testen vom Fraunhofer Institut. Nach 20 Jahren haben wir uns jetzt entschieden, Ende letzten Jahres, dass wir in ein eigenes Reinraumlabor in Köln investieren werden. Das heißt, wir haben uns in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut eine Reinraumkabine in unser Testlabor in Köln installieren lassen, nach Aufsicht von Fraunhofer, und können dort jetzt unsere Neuheiten entwickeln und natürlich aber auch Kundenentwicklungen testen. Das heißt, wenn Sie eine spezielle Anwendung haben, können wir diese dort, je nach Bedarf, in unserem Reinraumlabor speziell für Sie testen. Ganz kurz, was für eine Luftreinheitsklasse können wir Ihnen hier anbieten? Wir testen hier bis zur Luftreinheitsklasse 1. Das heißt, wir können auch hier unsere ganzen ISO-Klasse 1 Produkte vorzertifizieren. Und wenn Sie sagen, okay, ich möchte 10 Millionen Doppelhüber erreichen und möchte wissen, welche Luftreinheitsklasse ich dann noch habe, beziehungsweise wie viele Partikel sich bilden nach 10, 5 oder 2 Millionen Doppelhüben, können wir das dort für Sie testen. Mit Blick auf die Zeit kann ich verkünden, das war es auch schon wieder.
Jetzt liegt es an Ihnen, welches Produkt für Sie das Beste ist, beziehungsweise was für Fragen Sie zum Thema E6 noch haben. Und nochmal an dieser Stelle. Ja, fertig. Du bist jetzt live. Vielen Dank, Peter, für deine ausführlichen Erläuterungen zum Thema Reinraum. Es ist eine Frage im Chat aufgetaucht, die da lautet, ob im Reinraumlabor auch Kundenanwendungen getestet werden. Kannst du das beantworten? Ja, das können wir machen. Gar kein Thema. Wenn Sie da eine Anwendung haben, einfach gerne melden bei Ihrem Vertriebskollegen im Außendienst oder direkt an mich oder hier im Chatter. Mach mir dann, sag mir nur, wenn ich. Ja, du kannst wieder. Okay, besten Dank, Peter. Dann entschuldigen Sie bitte, dass wir etwas überzogen haben. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen. Bis bald. Tschüss.